In den Weiten des Universums habe ich gehört, es gibt einen Drachen, einen Drachenlord. Eigentlich hatte ich gar nichts mit dir zu tun. Aber ich dachte, ich sende dir mal was irgendwie. Ja, ist so ein bisschen anders. Ich habe keine Ahnung, ich habe dir ja mal geschrieben und ich dachte, ich schicke dir mal was zurück und ja. So ist das halt, wenn man irgendwie am Rand der Welt lebt, glaube ich, so ein bisschen. Ganz liebe Grüße. Ich habe immer noch meinen kleinen Seidenmaldrachen. Ich weiß nicht, den habe ich mal irgendwie in der Therapie gemalt. Und der begleitet mich schon ewig und konnte mich immer nicht trennen. Ist halt so, der hat aber auch gelitten. Hatte ja auch so ein paar blöde Sachen. Ja, ich bin mir gerade am Pommes machen irgendwie und ja, wollte dich lieb grüßen und auch wenn wir uns eigentlich gar nicht gekannt haben, bei dir war ja irgendwie ziemlich viel los und bei mir auch, wie es dann so ist, weil lag wohl irgendwie an jede Menge Menschen. Ich hoffe, dass sich die Lage auch noch mal beruhigt und wahrscheinlich kriege ich wieder einen auf den Deckel, nur weil ich dich jetzt irgendwie mal grüße und habe gehört, du bist auf unterschiedlichen Webseiten. Auf Pornhub bin ich nicht, also nicht, dass ich wüsste. Und ist ja auch immer ein bisschen schwierig, wenn man mal Bilder gestaltet hat, dann weiß man ja nie, wo das irgendwie so landet. Aber nee, da bin ich nicht vertreten. Ansonsten so, ja, ich habe dann ja mal dein Häuschen gesehen. Bei uns sieht es momentan von der Sachlage irgendwie auch nicht so anders aus. Ich hoffe, es wird aber noch ein bisschen besser. Ich muss mal sehen, dass ich für mich auch noch mal einen Weg finde und vielleicht für andere Menschen auch. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, weil ich ja halt eigentlich gar nicht mehr so der Community-Mensch war, außer über die Kommentare, die ich dann mal so dagelassen habe. Und ja, Let's Play irgendwie, also finde ich ganz cool, aber in der Masse ist das manchmal, geht man dann auch so ein bisschen unter. Wenn das dann so global wird, dann ist das schon manchmal ein bisschen schwieriger, weil auch wegen den ganzen Lizenzansprüchen und so, das ist dann irgendwie nicht so gut. Ja, dann, ich weiß gar nicht, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe da in deinem Dörfchen und hoffe, dass du irgendwie da deine Streams machen kannst. Ich habe nicht alles verfolgen können. Um ehrlich zu sein, hätte ich dann ja ganz viele YouTuber mitverfolgen müssen und hatte da eigentlich irgendwie wenig Zeit zu, beziehungsweise auch wenig Motivation, weil ich irgendwie auch selber so ein bisschen auf der Strecke geblieben bin. Und ja. Ich habe aber von einem Nachbarn tatsächlich eine Drachenuhr geschenkt gekriegt. Schau mal. Wollte ich dir mal gezeigt haben. Die Drachenuhr bleibt dann jetzt auch erstmal hier. Und ja, ansonsten, ich bin sehr passiv. Ich bin gar nicht mehr so aktiv. Hatte auch so schwierige Ereignisse irgendwie und habe ich auch immer noch. Es ist halt irgendwie auch nicht so ganz einfach, in so einem Delta-Bezirk zu leben. Also das, so was so Bahn angeht, Flugzeuge angeht, was Autobahnen angeht. Das entwickelt sich alles noch, der Stadtteil. Ich weiß nicht, inwieweit wir da irgendwie mit Inklusion beschäftigt sind oder ob das dann nicht irgendwann wieder zu anderen Verteilerschlüsseln führt.
Das ist aber auch eher politisch, das kann man irgendwie auch so noch nicht festmachen. Also will ich persönlich irgendwie auch nicht so. Und muss mal schauen. Muss da irgendwie auch für mich erstmal schauen. So. Ich habe dann so gesehen, dass du deine Fan-Community hast und dass dann irgendwie so Menschen zu dir stehen. Das finde ich noch ganz gut. Und ja. Ich wollte eigentlich dich nur mal grüßen, so, weil irgendwie ich ja nun mal irgendwie auch so einen kleinen Drachen habe. Ja, aber ansonsten kannte ich dich eigentlich gar nicht. Da war ich ein bisschen verwundert und pass gut auf dich auf. So, mehr wollte ich dir eigentlich gar nicht sagen. Bis dann, tschüss.